Aloha und herzlich willkommen zurück zu Elder Scrolls 3 Morrowind. Ja, beim letzten Mal sind wir hier bei unserem Chef stehen geblieben. Mal eben kurz schauen. Ja. Der Meisterspion schickte mich aus, um einen Kerl namens Hasur sein Subani zu treffen. Der Aschländer verließ das Ödland und machte in Altun sein Glück als reicher Händler. Der Meisterspion gab mir 100 Draken, soll herausfinden, was Zain Subani gefällt und dann ein Geschenk für ihn besorgen. Dann soll ich ihm das Geschenk geben und ihn bitten, mir von den Aschländern und vom Nereverin-Kult zu erzählen. Wenn ich alles gehört habe, soll ich zurückkehren, um dem Meisterspion Bericht zu erstatten. Jo, gut, ja, das letzte Mal spielen ist jetzt ein bisschen her, mal gucken, ob er mir noch irgendwas sagen kann. Seid ihr bereit, eure Anweisung zu erhalten, Sascha, oder wollt ihr etwas anderes? Was kannst du mich denn ausbilden? Ohne Rüstung, Wortgewandtheit, Nahkampf, ja, oh, danke, macht nichts. Der konnte doch auch... Konnte der nicht befördern oder so? Na, wie ist es denn zu fassen? Nö. Ah, da können wir aber über den Kollegen mal fragen. Hasur Zain Subani ist ein Aschländer, der die Ödländer verließ, um in Altun ein reicher Händler zu werden. Ich bin mir nicht sicher, wo er zu finden ist, aber ich würde es in der Taverne Altsgar in Altun versuchen, welches ein anständigeres Gasthaus als die Ratte und der Top, okay, und die Ratstaverne ist. Ja, cool. Was kannst du uns denn zu Altun erzählen? Um Altun von Balmora aus zu Fuß zu erreichen, nehmt die Straße in nördlicher Richtung von Balmora nach Caldera. Verlasst Caldera durch das Nordwesttor. Obwohl Altun fast genau in nördlicher Richtung liegt, führt die Straße nach Altun zuerst weit nach Westen und dann wieder nach Osten. Ja, sogar nach Südosten, um die Aschewüste zu umgehen. Auf der langen Reise durch karges Land könnt ihr euch leicht verlaufen, wenn ihr den Weg verlasst. Die Alternative wäre eine Passage auf einem Schlickschreiter. Ja, das werde ich auch wahrscheinlich tun. Weil wäre mir am liebsten, dann muss ich da nicht so wirsch in der Weltgeschichte rumeiern, weil ich das nämlich wahrscheinlich eh nicht packe oder auf 1000 Gegner treffe. So, ja, da war Sprinten, da ist Springen, das war Zaubern, na, da habe ich Waffen, ja, super. Ich glaube, da komme ich schon mit klar. Dann war das Menü da. Ja, super, super. Ja, ich muss noch mal eben kurz... Danke. Mit den ganzen Tasten gucken. So. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg nach Altun und suchen diesen... Hasur Zain Subani und... Gucken mal, ob wir irgendwas rauskriegen, was man dem so schenken kann. Ich hoffe, das kostet keine 100 Draken, weil dann machen wir noch ein bisschen Gewinn. Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen Preis. Ja, das weiß ich doch. Wie weg? Wie weg? Nee, Altruhen wollen wir. 21 Draken. Kein schlechter Tarif. Ja. Jo. Guten Tag. Au. War ich hier nicht schon mal? Ich meine, hier war ich schon mal, oder? Ah. Da hinten ist wieder so ein Vogelvieh. Vogeli. Dumm. Da oben ist eine Festung. Was haben wir denn hier noch so? Guten Tag. Ich bin der Neue. Hep. Oh, hallo. Ah, wieder Wachen. Gut, haben wir denn eine Karte? Ey, wir haben eine Karte. Das ist ja... Mal klasse, so was sollten wir suchen? Irgendeine Taverne. Buchhändler. Altsgar, genau das ist das. Nach links. Da irgendwo sollte die sein. Nee? Was bist du? Altsgar, ja, perfekt. Das läuft ja wie am Schnürchen. Nehmen wir mal I-Wache. Nee, mit dir will ich nicht reden. So, dann gucken wir mal, wie heißt du? Sadrimulos, ja, genau. Ich habe nur wenig Zeit. Skidull. Und du bist Boderi Farano. Ach, da kann man runter. Sehr schön. Mal auf den Weinkeller gehen.
Es tut mir leid, ich habe nur wenig Zeit. Und ihr? Also. Mertieri La Elippe oder so. Und unser Kollege. Ich werde euch zuhören, aber fasst euch kurz. Na logen, Alter. So. Ich bin Hasuch Zainzubani, Sascha. Möge der Segen der Götter mit euch sein. Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber wenn ihr mit mir Geschäfte zu besprechen habt, dann sprecht. Denn ich genieße gerade meine Freizeit und möchte lieber mit meinen Gedanken allein sein. Aschländer, Bundhundestreibung, Geschäft, das Zimmer, Rufen, Varienkult, Nerivarinische Prophezeiung, Geschäfte? Ich verstehe. Ihr wollt von mir etwas über die Aschländer erfahren. Und was ist es, das ihr wissen wollt? Was hat es mit den Bräuchen des Schenkens auf sich? Okay. Was wisst ihr über den Nerivarin-Kult? Erzählt mir alles, was ihr wisst. Ich sollte was über die erfahren. Es tut mir leid, doch euer Gesuch ist nicht angemessen und ich werde dies nicht mit Fremden besprechen, wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet. Okay. Hi. Ja, was wollt ihr? Geschäfte? Und... Schenken? Was für eine Frage. Ein Geschenk gilt unter Fremden als Zeichen des Anstands und unter Freunden als eins der Zuneigung. Bei Fremden ist ein zuvorkommendes Geschenk ein Zeichen, dass man aufmerksam und taktvoll und sich der Wünsche und Bedürfnisse des anderen bewusst ist. Das ist besonders für Händler und Reisende von Nutzen. Unter Freunden ist dies eine private und subtile Angelegenheit, die sehr riskant ist, denn das Geschenk wird danach beurteilt, wie gut es auf den Empfänger zugeschnitten ist. Zuvorkommendes Geschenk? Ja, ein Geschenk, das zeigt, dass ihr versucht habt, etwas über den Empfänger in Erfahrung zu bringen. Zum Beispiel liebe ich Poesie. Kein Fremder könnte dies wissen. Doch wenn mir ein Fremder ein Buch über Poesie schenkt, zeigt dies, dass er mich respektiert und sich die Mühe gemacht hat, etwas über mich herauszufinden und mich zu erfreuen. Doch jetzt habe ich eure Frage beantwortet und wäre gern allein, wenn ihr mich entschuldigen würdet. Tagebuch aktualisiert und wir können uns verabschieden. Ja, das ist natürlich praktisch, dass er uns sogar direkt sagt, was er gerne hätte. Hasu Zainzubani meinte, dass bei den Aschländern ein zuvorkommendes Geschenk Respekt und Wissen um denjenigen beweist, der das Geschenk erhält. Glücklicherweise, oder vielleicht aus Anstand, oder als kleinen Wink, naja, ich würde ja sagen, es war schon Zaunfall, eventuell sogar ein ganzer Zaun, man weiß es nicht, hat Hasur Zainzubani erwähnt, dass er die hohe Dichtkunst liebt. Ein Buch mit Gedichten wäre sicher ein perfektes Geschenk für ihn. Vielleicht gibt es bei einem Buchhändler, Händler oder Pfandleiher in der Nähe so etwas zu kaufen. Habe ich zufällig ein Buch bei mir? Irgendwas mit Dichten und so? Was haben wir denn da? Alchemistische Formensammlung, ja, sehr gut. Altruhenführer, Balmora-Führer, Fortschritt der Wahrheit, Mission nach Fives, Huleya. Sadritumora-Führer, Vives-Führer, Wadenfeld, verlinkt das schon was? Balmora? Ne, das war... Ah, cool. Ne, wir haben leider kein Buch. Dann würde ich sagen... Mache ich an dieser Stelle erstmal Quicksave. Sicher ist sicher. Und wir gehen mal einen Buchhändler suchen. Ui, eine Wache angesprungen. Karte, steht hier irgendwo? Ach, da war ja direkt da oben ein Buchhändler. Das ist ja praktisch. Was bist du für ein Blümchen? Supulus. Mal einfach mitnehmen, was sonst. Buchhändler. Na. So. Guten Tag, guten... Ah, dann können wir jetzt erstmal wieder alle Bücher angucken, die teuer sind, ob ich da einen Skillpunkt kriege. Ups, nicht springen. Nichts bekommen. Die Brüder der Dunkelheit brachte nichts. Lieder wollen wir nicht. Ahnen der Dunmeer. Geheimnisvolles Akavier. Was ist das? Worte im Wind. Dies ist ein Band mit Versen, die von den weisen Frauen der Aschländer zusammengetragen wurden. Ha, das sieht schon mal sehr interessant aus für unseren Typen vielleicht gleich. Das müsste ich ja dann theoretisch gesehen beim Buchhändler kaufen können, wenn er das hier schon im Regal stehen hat.
Vampire von Varnfell, ja, nicht besonders interessant. Der Spiegel. Ah, durch Lesen dieses Buchs habt ihr neues Wissen gewonnen. Eure Fertigkeit Blocken hat sich auf 40 Punkte verbessert, ihr Herzlichen. Brachte gar nichts. Wollen wir denn noch Bücher? Oh, da haben wir noch ganz viele Bücher. Schubidubidub da. Nö, okay, schade, hätte ja sein können. Wo ist das? Türen der Geister. Ja, ist auch nicht so wichtig. Hey. Gibt's im Keller noch Bücher? Geh doch mal. Kollege, ey. Schein festigt Konstitution und Entzug Intelligenz. Entzug Wille, Entzug Int festigt Stärke. Festigt Wille und Konstitution. Syrodilischer. Ein und. Ich klaue nicht. Nein, nein, das sieht nur so aus. Kommt jetzt die Wache hier runter? Ist egal, schnell. Ich habe gegen das Gesetz verstoßen. Sascha zahlt dem Gericht 90 Draken und liefert die gestohlenen Waren aus. Nee. Ich könnte Widerstand leisten, aber ich möchte ungern gegen die Wachen kämpfen. Das ist jetzt ärgerlich, möchte ich behaupten. Aber ich hatte das ja schon mal, wenn ich jetzt sage, ich zahle, dann verliere ich ja alles, was ich an Dingern hatte. Was? Ha, ja, genau. Tschö. Ob mich jetzt so eine Wache da vorne hauen will? Mal gucken, mal hingehen. Huhu. Wie läuft denn die Kommunikation bei euch? Nicht gut, wa? Hi. Ach nee, ich will dich gar nicht anquatschen. Geh weg hier. Ich warte. Was passiert, wenn ich jetzt wieder in das Haus da reingehe? Dann haut mich bestimmt die Wache zu Klump. Die darf doch kommen. Boah. Stirb, Abschau! Ich hab dich kaputt, Junge. Mami! Ich glaube, ich mache mal den Knopf. Ja, richtig. Der Knopf schimpft sich Quicksave. Ich sollte also nicht einfach da unten klauen, wenn gerade eine Wache runterkommt. Ist halt dumme Idee gewesen. Wünscht Nein, geh weg. Ich hoffe, Nein, geh weg. Ich will mit keinem von euch reden. Geht alle mal weg. So. Aber der Weinbrand ist 100 wert. Das waren 400. Egal, was soll's. Ich weiß, welches Buch ich will. Ich muss aber nochmal eben kurz hier... du warst es nicht. Es waren doch hier... Bei irgendeinem Buch habe ich einen Skillpunkt bekommen. Das weiß ich ganz genau. Los, du Sausack. Wo bist du? Nein, nein. Vampire waren es nicht. Der Spiegel. Genau, der war's. Danke. Und Worte im Wind. Hi. Willkommen in Altruhen, Sascha. Ich bin Kodos Kalonos, Buchhändler. Seid ihr neu hier? Ich glaube nicht, dass wir uns schon begegnet sind. Das glaube ich auch nicht. Was kannst du mir denn über den Kollegen sagen? Ja, der Händler der Aschländer, ein Bücherfreund, mag Poesie. Ich glaube, ich habe einige solcher Bände hier. Worte im Wind, Hymnen der Aschländer, die fünf fernen Sterne müssen hier irgendwo sein. Handeln. Also, Worte im Wind, Hymnen der Aschländer und fünf ferne Sterne. Schauen wir mal. ABC für Barbaren. Ahnen und die Dunmeer-Altrunenführer, außergewöhnliche Pflanzen, Weltbalmoa, Herz, irgendwas, Firmament. Ach Gott. Die fünf fernen Sterne für 25. Oder
Was war das? Eine Skoma-Süchtige bekennt, okay, gut zu wissen. Geschichten des Kaiserreichs, toll. Hymnen der Aschländer, 35. Kultpflege im Kaiserreich. Deinaras Luftblase, okay. Dedres Herrenauge. Hä? Rolle des Blutdiebs, okay. Rolle des Roten Kummers und Sturmschild und noch andere Sachen. Vampire von Wadenfell. Worte im Wind 45. Na komm, wir nehmen einfach das, was soll's. Ja, 51, aha. Schlecht geschissen, oder was? Jo, also auf Wiedersehen. Bereit. Das mal klauen wir nicht, sonst werden wir wieder gedingenst.